Heute schauen wir uns die Lufthansa-Aktie an. Die Lufthansa-Aktie ist sehr aktuell in einer sehr interessanten Unterstützungszone hier zwischen der 5,80 und 4,80 circa. Wir haben ja auch in den letzten 2 Jahren hier eine Art kleinere Unterstützungszone hier, dieses kleinere Kästchen, an dem der Markt hier immer wieder reagiert hat und hier auch nach Bewegungen nach oben gezeigt hat. Auch sehen wir, dass zwischen der 5,80 und der 4,80 sehr große interessante Unterstützungen auch auf Wochenchart sind. Die werde ich euch jetzt hier direkt auch mal zeigen. Und zwar sehen wir hier diese große Unterstützungszone, die ich hier meine. Und zwar hier unten haben wir nochmal das Kästchen eingezeichnet. Und hier hat der Markt seit dem Jahr 2000 immer wieder und wieder schön reagiert. Wir haben hier eine sehr schöne Bewegung nach oben gesehen, dann dort eine sehr schöne Bewegung nach oben, genauso dann auch von hier eine sehr schöne Bewegung nach oben, von hier eine große Bewegung nach oben und jetzt eben auch hier zuletzt immer wieder Bewegungen hier nach oben gesehen. Wir sehen auch, dass diese Bewegungen, die wir hier gesehen haben, auch immer preislich recht weit waren. Hier die erste Bewegung war ungefähr bei der 12 Euro Marke. Ne? Wenn wir hier das hier rüber schauen, sehen wir hier die 12, dann hier die 10 Euro Marke, dann hier bei der dritten Bewegung wieder mehr als die 12, hier auch mehr als die 12 und nur jetzt zuletzt hier diese Bewegungen. Hier hatten wir immer auch Bewegungen, die nicht ganz so stark waren, die bis zu der 9 Euro Marke gingen. Aber wir sehen, diese große Unterstützungszone hier auf Wochenchart hat hier immer wieder Reaktion gezeigt. Und ja, falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich habe mir das Commitment gesetzt, jeden meiner Trades live zu zeigen. Und oben links seht ihr hier meine Trading Performance, meine Performance-Kurve hier zu meinem Trading-Portfolio und ihr seht auch oben links den Vergleich meines Trading-Portfolios zu großen Aktienindizes und falls ihr Näheres zu meinem Trading-Portfolio erfahren wollt, könnt ihr gerne in der Videobeschreibung auf den Link klicken. So, in der Aktie ist es jetzt so, dass ich hier kein Buy-and-Hold-Investment betreiben wollen würde, sondern hier rein Trading betreiben wollen würde und zwar eben auch an einer bekannten Zone wie hier diese Unterstützungszone. Warum? Ja, ich meine, wenn wir die Aktie hier über Jahrzehnte anschauen, die bewegt sich halt hier im Endeffekt hin und her. Maximal hier mal bei der 20-Euro-Marke war sie zweimal. Ansonsten eher so immer 12, 13 Euro hat sie immer wieder erreicht. Aber ich finde, um hier was mitnehmen zu wollen, ist es einfach interessant, wie jetzt aktuell zwischen der 5er, 6er und 5-Euro-Marke, wenn sie da ist, kann man hier eben ein Trade setzen mit Stop-Loss, sozusagen auch, wann werde ich hier wieder aussteigen wollen und mit einem Ziel, um hier eben eine Spanne mitzunehmen. Und wie das jetzt genau ausschaut, das sehen wir uns jetzt direkt auch hier mal auf dem Tageschart an. So, hier sehen wir den Tageschart. Wir haben hier jetzt diesen Abwärtstrend hier. Und jetzt hier, seitdem wir an dieser Unterstützungszone angekommen sind, läuft der Markt eher so ein bisschen seitwärts. Aber man kann hier auch jetzt hier in dieser Zone seit im Endeffekt Mitte 2020, also die letzten 2 Jahre ungefähr, auch noch einiges rauslesen. Und zwar ist unsere Idee ja, in diese Unterstützungszone reinzukaufen. Was spricht denn jetzt hier im Endeffekt dafür, dass der Markt hier in diese Unterstützungszone tatsächlich auch Stärke zeigen könnte? Und zwar, wir sehen jetzt hier auch auf der kleineren Zeiteinheit, wenn wir hier mal schauen, der Markt kam hier rein, hat hier den ersten Impuls gebildet. Dann kam er wieder runter, ging aber auch noch recht zügig nach unten, dann wieder in diese Unterstützungszone, wieder Reaktion gezeigt und den nächsten Impuls gebildet. Und jetzt sehen wir hier, dass wir hier langsam etwas Schwäche der Bären sehen, also der Leute, die hier verkaufen wollen. Und zwar warum? Wir sehen hier eine Art dreiwellige Korrektur. Wir haben hier den ersten Impuls nach unten gesehen, dann sehen wir hier den zweiten Impuls, der nach oben läuft und jetzt hier die dritte Bewegung nach unten.
Und das ist schon sehr interessant, wenn wir uns das mal anschauen, nämlich von der zeitlichen Komponente. Und zwar sehen wir hier den Impuls hier nach oben recht dynamisch und dann das komplette, die ganze Korrektur eher schwach. Warum? Wenn wir jetzt hier mal von diesem Hoch hier zu unserer Einstiegszone gehen wollen und eine zeitliche Linie ziehen wollen, sollen wir sagen, okay, von diesem Punkt hier unten, bis der Markt am maximalen Hoch war, hat er so lange gebraucht, wie er dieser Pfeil hier anzeigt. Dann sagen wir hier, die Korrektur bis zu aktuellem Kursstand haben wir hier diese ganze Spanne, die der Markt ja gebraucht hat, um hier sicher nach unten zu bewegen. Und das ist auch sehr, sehr typisch, dass nachdem wir hier einen starken Impuls sehen und wir dann ein dreiwelliges Korrekturmuster bekommen, die Wahrscheinlichkeit auch gar nicht mal gering ist, dass wir hier einen neuen Impuls hier unten rausbekommen können. Ob der jetzt von hier startet oder von hier unten, kann man jetzt nicht direkt wissen. Da kommen wir dann aber gleich noch direkt drauf zu sprechen. So, hier geht es darum, okay, wie könnten wir uns jetzt hier den reinkaufen? Wie könnten wir hier einsteigen? So, wir wissen jetzt schon mal, wenn wir uns um den Einstieg hier kümmern wollen, okay, wir haben ja unsere Unterstützungszone hier direkt aufgezeichnet hier mit diesem blauen Kästchen und dort in der Zone möchten wir rein. So, jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Und zwar Möglichkeit Nummer 1 wäre, man sagt, okay, geht direkt rein. Ich meine, der Markt hat jetzt heute auch direkt mal, halt das nochmal kurz auf die Seite, wenn wir jetzt hier mal direkt schauen, was hat denn der Markt heute schon hier gezeigt. Und zwar sehen wir hier, der hat hier, ja, der ist jetzt hier ungefähr 7% schon gestiegen. Also der hat ja schon mal eine schöne Reaktion aus dieser Unterstützung gezeigt. Also man kann sagen, okay, die Unterstützung zeigt ja schon ihre Berechtigung so ein bisschen. Und jetzt könnte man sagen, okay, man steigt hier ein, nimmt den Stop-Loss hier unten und sagt dann, okay, wir haben ja vorher noch auf Wochenchart gesagt, ja, diese 10-Euro-Marke ist eigentlich recht wahrscheinlich. Man kann auch sozusagen die 11er oder 12er anvisieren. Ich würde vielleicht dann hier irgendwo in die Mitte gehen. Ich nehme immer gerne das Vierfache als Ziel. Genau, dann wären wir ja auch noch ein bisschen drüber, auch über diesen Widerstand als erstes Ziel. So, das könnte man nehmen, aber ich persönlich, um ehrlich zu sein, würde das nicht nehmen. Und zwar ich persönlich will es so haben, dass der Markt hier, ob er das macht, weiß ich nicht. Es kann natürlich sein, dass der Markt jetzt einfach von hier weiter durchläuft und ich sehe gar keine tieferen Kurse. Und dann würde ich vielleicht auch nicht reinkommen. Das ist halt schon möglich. Aber ich würde es gerne so haben, dass er mal auf die 5, 5,10, also dass er hier nochmal in dieses dunkelblaue Kästchen, dieses kleine Kästchen hier nochmal reinläuft. Vielleicht auch nochmal diese Unterkante des Kanals nochmal kurz rausnimmt und dann einzusteigen. Weil dann könnte ich nämlich sagen, okay, ich komme vielleicht schon irgendwo hier rein und dann sehen wir nämlich auch, das Chancen-Risiko-Verhältnis ist in dem Fall bei 8. Könnt ihr dann natürlich auch sagen, wenn ich das Vierfache als Ziel mitnehmen möchte, könnte ich sogar nur bis hier mein Trade mitnehmen. Würde ich jetzt aber in dem Fall nicht machen, sondern würde ich tatsächlich dann auch bis zu diesem Widerstand hier bei der 9 mitlaufen wollen. Also das wäre dann das 5,5-fache Chancen-Risiko-Verhältnis, wenn wir das natürlich so bekommen. Aber wäre natürlich schon irgendwo für mich attraktiver, diesen Trade zu nehmen. Und deswegen möchte ich das hier abwarten. Und wenn nicht, dann werde ich nicht ausgefüllt. Und ansonsten hätte ich hier ein recht gutes Chancen-Risiko-Verhältnis, wenn ich hier so reinkommen könnte. Ja, das soll es im Endeffekt auch direkt mit dieser Trade-Vorstellung hier gewesen sein. Wenn euch das gefallen hat, freue ich mich selber einen Daumen hoch zu diesem Video. Abonniert den Kanal unten rechts und aktiviert die Glocke. So verpasst ihr kein weiteres Video. Ich werde immer wieder meine Trades live zeigen, Analysen zu Einzelaktien machen. Wenn euch das gefällt, bleibt dran und dann hören wir uns im nächsten Video.